Ja. Oh mein Gott. Einfach nur geil. Als ob er das recherchiert hat. Ja, er hat einfach damals meine Thumbnails gemacht. Oh mein Gott, Digga. 20.000 Daumen hoch auf dieses Video und ich lade hier auf diesem Kanal einfach nochmal ein Video hoch. Ja! Voice Crack sein Urus-Fahrer, Digga. Wir progressen hart. Herzlich willkommen zu diesem Wunder. Oh, Digga, schon wieder. Was? Was denn hier los, Alter? Moment, wie macht man das nochmal? Oh mein Gott, Erdbeben. Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meine Freunde. Heute schauen wir uns gemeinsam mal wieder was ganz... Meine Stimme ist wirklich tiefer, oder? Heute schauen wir uns auf jeden Fall wieder was ganz Tolles an. Ihr kennt sicherlich alle der Biograf, meine Freunde, der Videos gemacht hat über Montana Black, über Knossi, über wirklich jeden großen Star in Deutschland. Nur über mich nicht. Was ich nicht verstehe, weil ich bin 1,86 groß. Evyfad hat mich auf etwas hingewiesen, meine Freunde. Und zwar ein Video von einem Menschen, der heißt Tamatic Fortnite. Bevor Revi berühmt wurde. Revi ist einer der größten Fortnite YouTuber in Alright, Digga, wir schauen mal rein, ob ich tatsächlich einer der größten Fortnite-YouTuber in ganz Deutschland bin. Hier gibt's auch das Video von Vive, Revinzeit früher versus heute aus dem Kinderzimmer, Digga. Ganz wildes Video. Ich würde sagen, wir schauen uns lieber hier einfach mal ganz kurz dieses Video hier an. Ich bin gespannt, was da drin steckt, meine Freunde. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das komplette Wochenende mit Rust-Spielen verbracht. Deshalb gibt's heute nur auf dem Main-Kanal ein React. Ich weiß, normalerweise ist das so nicht üblich, aber ganz ehrlich, es ist einfach. Leute, morgen geht's mit den Streams wieder los. Ich bin wieder back am Start. Es wird absolut arschgeil. Wir gehen rein in die Masse. Let's go, meine Freunde. Schauen wir mal ganz kurz. Bevor Revi berühmt wurde, ist so einiges Verrücktes in seinem Leben passiert. Digga, ist gerade mein Mikrofon einfach runtergefallen? Okay, ja, einiges Verrücktes in meinem Leben vorgefallen, genau. Und er arbeitete sogar als... Bleibt auf jeden Fall für alle interessanten Informationen über Revi bis zum Schluss heute dran. Und Revi, wenn du hier dieses Video siehst, dann darfst du den nächsten YouTuber nominieren, zu dem ich dieses Video machen soll. Deswegen Wer ist denn super irrelevant und interessiert keinen? Rumatra. Der nächste YouTuber ist Rumatra. Deswegen, gib mir mal Bescheid und dann könnt ihr euch natürlich auch auf das Video gefasst machen. Spaß, kleiner Witz, Rumatra. Kuss an dich. Aktiviere die kleine Glocke daneben, damit ihr auch dieses Video dann nicht verpasst. Und jetzt, Freunde, wünsche ich euch mega viel Spaß beim Zuschauen. Revi mit bürgerlichem Namen Sebastian Meyer wurde am 2. Dezember 1992 in Nordrhein-Westfalen geboren. Man muss dazu sagen, Alter, war das laut. Ich bin in Köln geboren worden, Bro. Ich bin gebürtiger Kölner. Ganz wichtig, bin ich auch stolz drauf. Auch wenn ich da nicht aufgewachsen bin, gebürtig. Aus dem Ausweis steht Kölner. Es gibt nicht wirklich viele Kindheitsstories, aber was bekannt ist, dass Revi mit seinem damaligen Freund Lars eine super spannende Dorfkindheit gehabt hat. Sein Freund Lars... Als ob er das recherchiert hat. Lars hatte zum Beispiel ein eigenes Baumhaus in dem großen Garten seiner... Das sieht wirklich halt fast so aus wie das von ihm. Oh mein Gott. Eltern. Und so haben sie regelmäßig... Oh mein Gott. Der hat einfach ein Originalfoto von dem Baumhaus. Wie geht das denn? Krieg in dem Garten seiner Eltern gespielt. Und noch ganz viele andere gefährliche Sachen gemacht. In der 6. Klasse hatte Revi eine Karnevalsfeier auf der Realschule. Und ihr kennt doch alle das Lied Schnappi. Seine Lehrerin fand es irgendwie cool, wenn ein Schüler in einem Krokodilskostüm... Oh nein, genau so sah ich aus. Das bin einfach ich. Der hat einfach ein Foto von mir gefunden. So sah ich in der 6. Klasse aus. Ich war so ein bisschen pubertätsmäßig, war ich ein bisschen hinterher, wenn ihr versteht, was ich meine. Typ, was sie damals eigentlich für ihre Kinder genäht hatte, auf der Bühne tanzt. Mit einer großen Klappe hat Revi dann auch sofort dieses Angebot angenommen. Ich meine, wer will nicht in einem viel zu kleinen Krokodilskostüm vor hunderten Mitschülern auf der Bühne tanzen? Gott. Naja, im Jahr 2012 überkam ihn dann die Langeweile und Revi begann den damals erfolgreichsten Let's Player Gronkh regelmäßig zu schauen. Seine Videos inspirierten ihn und so beschloss Revi selbst Videos zu dem Thema Minecraft aufzunehmen. Gestartet hat er am Anfang nicht direkt mit seinem jetzigen Kanal Revinzeit, sondern er hat mit dem Admin von dem Revi-Server, und zwar Simon, einen Kanal gestartet, der heute ToRevines heißt und... Klimm. 20.000 Daumen hoch auf dieses Video und ich lade hier auf diesem Kanal einfach nochmal ein Video hoch. Am 28.11.2011 gegründet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Revi ungefähr so 19 Jahre alt. Ja. Und hier seht ihr Revis allererstes Video auf dem Kanal ToRevines. Viel Spaß. Nein. Oh nein. Dass ich mir einfach ein Abonnenten-Special gemacht habe, fühle ich nach wie vor immer noch. Da sieht man, wie sehr ernst ich das damals genommen hat. Das nenne ich... 5000 Abö Speciale, 111 Abonnenten-Special, Kochen mit Rewinding, ach du Scheiße, Digga. Warte mal, ein Abonnenten-Special? Ja, Revi war schon damals sehr einfallsreich, aber wir möchten doch alle Revis allererstes Video sehen. Also ich meine, das allererste Video, wo er hinterm Mikrofon saß. Und das gibt's jetzt. Let's Survive Minecraft, und zwar nicht alleine, nein, wir sind heute zu zweit. Das oh mein Gott, ich, Digga, Framerate of Doom! Der hier als Kameramann und Mitspieler fungiert. Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Oh, Digga, ist das unangenehm. Ach, oh mein Gott, Digga. Rewind me, LP.
Die Aufnahme sowie das Herausbringen von neuen Folgen wird sich um einiges bzw. 2 Wochen verzögern. Hoffen wir mal, dass ihr das Ganze gut übersteht und die Zeit auch ohne uns nutzen könnt. Und ja, vielleicht kommt zwischendurch mal ein paar Livestreams. Wie ihr gerade gehört und gesehen habt, hat die Qualität seiner Videos am Anfang ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Ja, aber Junge, nach wie vor immer noch, Alter. Ich sitze hier in einem, weiß ich nicht, 50.000 Euro Studio, Alter, und mache immer noch den letzten Drecks-Content. Das hat sich nichts geändert, Digga. Abonnenten auch starkes sammeln. Geld, mittlerweile muss man haben sie sagen. Auch begonnen, mit anderen YouTubern Videos aufzunehmen, wie zum Beispiel mit Simon Ungespielt. Am 31. Aha. Mai 2013 war es dann noch endlich soweit. Simon und Baby haben sich dazu entschlossen, ihr Gesicht auf YouTube zu zeigen. Also nicht der Simon Unge, sondern der Simon, mit dem Revi halt eben diesen Kanal geführt hat. Hier habt ihr den Clip dazu. Es folgten... Alter, waren wir damals hübsch, Digga, wirklich. ...immer mehr Videos mit anderen YouTubern, bis der Zeitpunkt kam, wo sich Revi dachte, jetzt starte ich einen eigenen Kanal. Dafür hat er extra Backstep. Sogar eine Ankündigung... Das Video auf To Rewinds hochgeladen und schaut euch einfach mal sein mega wildes Intro von damals an. Ich hab's eben auf jeden Fall mal angeguckt. Ich feier das Intro ja so abnormal. Das ist einfach wie dieses Kino-Intro, nur mit Revi, seine Sachen und dieser Flöte. Junge, die, überall diese Flöten und Abonnenten-Special hier. Was einfach los, nur Mann? Geil. Am 5.7.2013 hat er dann schließlich den Kanal einfach der Winzeit erstellt und am 29.7.2013 kam dann schon das allererste Video online. Hier habt ihr einfach mal einen Ausschnitt von dem allerersten Video auf seinem Kanal Winzeit. Servus, liebe Chabonenten. Ich heiße... Ach, Digga, das, ey, ganz ehrlich, ganz großes F***ig geht raus an Luca, der dieses Video immer wieder mal, wenn wir irgendwo sind, über eine Boombox anmacht und mich damit ab... Aber ganz ehrlich, ich mache auch immer alte Videos von ihm an. Das ist so ein Ding zwischen uns beiden irgendwie. Also herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal mit dem Namen Winzeit. Hier seht ihr jetzt gleich die erste Folge Megaprojekt. Ich hatte super viel Spaß mit Dena, Conny und Ungespielt. Wild, wild, wild. Ich würde mich super freuen, wenn ihr sogar ein Abo da lasst. Mit Conny. Kommt nochmal ein Video von mir, was ich genau vorhabe auf diesem Kanal. Eine kleine Zusammenfassung. Welche Art von Videos kommen, welche Spiele gespielt werden. Allein hier merkt ihr eine mega krasse Entwicklung von Revi. Ich meine, vergleicht das Video mal mit seinem allerersten Commentary auf seinem alten Kanal. Den Lima Vive hat er dadurch kennengelernt, weil er Vive Revis Thumbnail damals designt hat. Alle, die mein Video zur Vive schon geschaut haben, wissen ja, dass er Vive damals auch einen recht großen Design-Channel hatte. Und so. Ja, Vive hat damals meine Thumbnails gemacht. Oh mein Gott, Digga. Schreibt mal bitte alle Vive auf Instagram jetzt ganz kurz, dass er mir noch 100.000 Euro schuldet, dann sind wir quitt. So entstand halt eben der Kontakt zwischen den beiden. Eines Tages fragte Revi Vive dann, ob sie nicht einmal eine Folge Der kommt flach aufnehmen möchten. Und ab diesem Zeitpunkt startete mit einer der lustigsten Formate auf ganz YouTube überhaupt. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, Revis neuer Kanal lief von Anfang an schon relativ gut. Zum einen hat er natürlich auf seinem alten Kanal To Rewinds schon Promo für seinen neuen Kanal gemacht und die Leute kannten ihn halt daher schon. Und auf der anderen Seite hat Simon Unge ihn am Anfang auch ordentlich gepusht. Alter, Unge hat mich so kaputt gepusht. Dann in das legendäre YouTube-Haus und er stellte ab diesem Zeitpunkt zusammen mit Ungespielt, Dena, Tattel und auch Paluten und den restlichen Bewohnern regelmäßig Content für seinen Kanal. Aber wegen des dort herrschenden Geräuschpegels und Problemen mit den Nachbarn gaben er und seine damalige Freundin Jody Calusi im Juli 2016 ihren Auszug aus dem YouTube-Haus bekannt. Es war einfach nur Wahnsinn drin. Um ihr Geld zu verdienen, hat Revi schon früh damit angefangen, Immobilien zu kaufen und diese daraufhin gewinnbringend wieder zu vermieten. Denn als gelernter Immobilienkaufmann interessiert... Das ist immer so ein Ding, Digga, dieser Immobilien-Joke, den werde ich nie wieder los. Schreibt mir mal kurz in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel Immobilien ich habe und wie reich ich wirklich bin. Würde mich einfach mal interessieren. Seine Leidenschaft, die Musik, begleitet ihn auch bis jetzt durch sein Leben. So ist Revi einfach mit seinem Kumpel Michael Moritz wirklich. Unter dem Namen Not So Cool als Produzent und DJ tätig. Und im Jahre 2020 gründete er das Electronic Label Space Music Records, wo er potenzielle Künstler unter Vertrag nimmt und auch fördert. Während YouTube hat er aber natürlich nie außer Acht gelassen und knackte am 24.07.2017 schon die 2 Millionen YouTube Abonnenten. Hier seht ihr einfach mal seine Live-Reaktion. Meine erste Aufnahme. Ja. Ja, kann ich noch. Das war krass. Extrem seltsam. Mit dem Aldi-Headset noch angefangen. Und jetzt sitze ich hier in meinem geilen Wagen, ja, in meinem Honda Civic. Bum, bum. Und warte hier auf meine 2 Millionen, Leute. Was geht? Oh mein Gott. In meinem Honda Civic, der von Unge. Mein Gott. Oh mein Gott, noch 11 Leute. Warum ist Izzy nicht dabei? Ich will, dass er das miterlebt. Aber Jody ist dabei. Das ist das Wichtigste, Leute. Warum ist Izzy nicht dabei? Oh mein Gott! Was? Wow! Ah, das war das. Starkes Video. So, Leute. Extrem geiles Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Morgen hoffentlich später wieder mit Rust am Start. Und weiteren Streams wird sehr, sehr wild. Ich freue mich extrem drauf. Morgen ist der Bann endlich rum. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Checkt auf jeden Fall den Bruder Timatic ab. Und auf jeden Fall schreibt ihr Vive und mir in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Haut da rein. Bis dann. Wiederschauen und reingehen. Ciao.